Entschuldigung, hier muss ich irgendwas Falsches gedrückt haben. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was drauf war. Ich sag nochmal Hallo da draußen und stelle jetzt erstmal hier die Mucke ab und begrüße euch nochmal und zur Folge 352. Ich war gerade am Erklären. Weiß jetzt nicht, ob das drauf ist. 352 Folgen, wenn man so zurückblickt, das ist schon enorm. So, Markus jetzt hier mittlerweile mit einer 80. Ja, er kann sich auch noch hier, er könnte sich hier auch noch für ein anderes Land entscheiden, denke ich mir. Also ich weiß nicht, was das soll, ehrlich gesagt, aber mal gucken, wie seine Trainingsziele jetzt sind. Antrittsschnelligkeit. Ja, allzu viel geht da wahrscheinlich nicht mehr. Dann gehen wir mal ein bisschen runter. Sagen wir mal 87. So. Dribbling. Okay. Er ist jetzt 26 Jahre alt. Also ich bin auch der Meinung, das ist jetzt so der Punkt. Entweder wirst du dann noch Nationalspieler oder du wirst es nicht mehr. Und ich würde ihm wirklich alles Erdenkliche wünschen, dass er das noch schafft. Aber auch hier will ich jetzt mal... Er ist ja ein Urgestein für uns. Er ist ja ein Urgestein. So, auch hier will ich jetzt nochmal ein bisschen erhöhen. So. Gregoritsch wollte ich mir mal angucken. Wie gesagt, der ist jetzt von der Körpergröße her 1,91. Ja, das ist ein Riese ist das. Vertragsende 2000. Ich würde ihm gerne einen neuen Vertrag geben. Ganz ehrlich. Ich sag's euch, warum. Den würde ich jetzt gerne. Du wirst in der Regel spielen in Zukunft. Ich mache aus dir einen Nationalspieler. Der kriegt auch was auf der Hand hier. Durchschnittlich Gehalt liegt bei 2, also der soll ruhig mal 2,5 bekommen und jährlich eine Erhöhung von 3%. Er soll auch eine Torprämie bekommen bei mir. Ja, nicht ganz so viel. Und Option für Spieler, nee, das... Er möchte eine Option zur Vertragsverlängerung. Er möchte eine Option. Okay, dann lassen wir das auch so. Beziehungsweise wir können ja auch eine dranhängen von uns. Dann geben wir ihm 4% auch. Komm. So, das müsste jetzt aber ein gutes Angebot sein. Ich will mal gucken, wie er darauf reagiert. Also Gregoritsch will ich halten. Deswegen soll er auch einen neuen Vertrag bekommen. Pierson, so ein bisschen mein Sorgenkind. Und bei Boateng würde ich jetzt gerne einen Schnitt machen. Das heißt, der, so wie es aussieht, will er hier nicht in Deutschland wechseln, sondern der will entweder England oder Spanien. Wir machen das mal. Wir gehen aber vom Marktwert ein kleines bisschen runter auf 8. Mal gucken, ob sich einer meldet. So. Michael Gregoritsch soll unbedingt gehalten werden. Können wir jetzt auch gleich mal hinschreiben. Also das ist jetzt der 13. Spieltag. Und das ist wieder Saison 19-20. Und es ist Berlin, also Hertha gegen Hansa. So, und ich schreibe erstmal Michael soll gehalten werden. Das ist ein schöner Folgentitel. Und ich hoffe, es klappt. Außerdem will ich sehen, ob Boateng irgendwo ins Gespräch kommt oder nicht. Wenn nicht, ist es nicht schlimm.
Aber dann sehen wir schon, dass wir Schwierigkeiten haben werden, ihn überhaupt wegzukriegen. Patrick Weihrauch trifft auch gegen Liverpool. Ja, da, auch das eine Schlagzeile, die man gerne liest. Und jetzt, ja, Gregoritsch unterschreibt neuen Vertrag. Michael Gregoritsch unterschreibt neuen Vertrag beim Pokalsieger. Die Fans wird es freuen. Michael Gregoritsch bleibt beim FC Hansa Rostock. Der Stürmer unterschrieb gestern nach kurzen Verhandlungen einen neuen Dreijahresvertrag mit der Option, auch verlängert werden zu können. Das sollte man an der Stelle auch erwähnen. Und seit 2019 spielt er bei uns 11 Ligaspiele, 9 Tore. Auch das ist eine super Quote. Deswegen rechtfertigt es auch seine Vertragsverlängerung. Ich hoffe, das freut euch da draußen. Und wir sehen schon, an Prinz Boateng ist keiner interessiert. Aber das ist jetzt eine Personalie, da müssen wir jetzt was machen. Deswegen gehen wir jetzt an den Transferstatus. Und wir gehen jetzt mal auf den aktuellen Marktwert. Das übernehmen wir jetzt mal. Wir werden es nochmal probieren. Und wir machen jetzt den Schritt. Er geht jetzt in die Reserve. Nee, dafür ist er zu stark. Das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Also entweder wird er jetzt von jemandem angenommen oder nicht. Bin sehr gespannt, ob sich da ein Verein interessiert. Wir sind jetzt mit dem Preis runtergegangen. Aber auch hier wieder kein Gelingen. Wir werden es nochmal probieren. Wir gehen jetzt mal auf 5,2 und hier gehen wir mal auf 4,5. Noch einmal die Möglichkeit. Jetzt gehen wir mal nach Italien. Da war er ja schon mal gewesen. Nochmal die Gelegenheit. Jetzt sind wir unter Marktwert. Wenn wir nicht wegkriegen, kriegen wir nicht weg. Also mit der Brechstange machen wir es jetzt nicht. Borthwick Jackson ist wieder fit. Mal gucken, wie lange der jetzt noch Vertrag hat. Bis 22. Ja, dem sollten wir jetzt auch einen neuen Vertrag anbieten. Das ist genau der richtige Zeitpunkt. Dann machen wir es ähnlich. Der kriegt auch so um die, ja, ein bisschen weniger. Du wirst in der Regel spielen. 22, ich mache aus dir einen Nationalspieler. Und dann für Verein und für ihn machen wir das so. Und eine jährliche Erhöhung von 5%. Angebot, auch er soll jetzt gehalten werden. Auch ihm wollen wir die Chance geben. Nebelspiel abgesagt. Joe Malone. Der Name ist ja schon Weltklasse. Ah, der ist zu klein. Nee, den nehmen wir nicht. Der ist zu klein für diese Welt. Ja. Prince Boateng. Nee, wenn es dann... Wenn es dann halt nicht so ist, dann ist es halt nicht so. Und dann machen wir jetzt aber jetzt auch keinen Fehler. Sondern dann gehen wir wieder auf den Marktwert hoch. Aber wenn ihn dann jemand haben soll, dann sollen sie zahlen. Fertig, aus. Dann bleibt er bei uns. Wir können ja nochmal versuchen, ob wir ihn den Vertrag nochmal etwas verlängern können. 2 Jahre. Aber da müssen wir jetzt
Posten am Karriereende. Die Auflaufprämie, Meisterprämie sollten wir ihm geben. Eine Torprämie sollten wir ihm geben. Und dann machen wir Folgendes. Der kriegt jetzt von uns 1,5. Aber wir gehen jetzt runter auf 3 Millionen. Im nächsten Jahr wirst du mein Kapitän. Das ist jetzt ein Angebot, was wir ihm nochmal machen. Dann wird er bei uns zu Ende spielen. Dann probieren wir es so. Dann probieren wir es so. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah ja. So, 13. Spieltag, wie schon gesagt. Topspiel natürlich hier. Das Mega, das Burner-Topspiel. FC Bayern München gegen Leverkusen. Dann haben wir Eintracht Frankfurt gegen Hannover. Auch das ein Riesenspiel. Und auch das dritte Spiel ist ein Topspiel. Wolfsburg gegen Schalke. Also Schalke, die sich ja mega verstärken werden. Das kann man an der Stelle schon sagen. Ein neues Talent. Valentin Meyer. Nee. Bei aller Liebe. Jean-Philippe hat Schwierigkeiten, Integrationsschwierigkeiten. Haben wir den Kandolmetscher? Doch, haben wir. Okay, dann gucken wir uns die Mannschaft an. Rotieren müssen wir nicht. Wir hatten jetzt eine längere Pause. Alle in Topform, aber ich würde gern Gregoric heute mal von Anfang an spielen sehen. Das werde ich ihm auch sagen. Na, du hast gut trainiert, sage ich ihm. So, der Junge ist mal richtig fit jetzt. Und Ahrens geht mal raus. Nimmt man eine kleine Pause, aber wir sehen es ja auch, Gregoric auch von der Form her besser. Ne? Schmitz hat so einen kleinen Hänger, aber den wird er überleben. Und schauen wir uns den Gegner an, Hertha, Aufsteiger in dieser Saison. Mit Sandro Wagner natürlich vorne einen ja, soliden Stürmer, aber der jagt uns jetzt hier keinen Schrecken ein. Dann haben wir Yildirim. Er kommt über rechts. Ronny natürlich gefürchtet wegen seinen Freistößen. Benatira auch wegen seinen Flankenläufen bekannt und auch bringt eine gewisse Torgefährlichkeit mit. Und Tribul und Meffert im defensiven Mittelfeld auch bekannt. Aber in der Abwehr sind sie anfällig. Da sehe ich natürlich schon Möglichkeiten für unsere Mannschaft. Und deswegen freuen wir uns auf das Spiel. Und die anderen Topspiele natürlich auch sehr entscheidend. Deswegen viel Spaß, euer Smiloni. Herzlich willkommen hier aus dem Berliner Olympiastadion von 1936. Immer wieder eine imposante Kulisse, die wir hier vorfinden. Schade, dass halt nur bei Nationalmannschaftsspielen und bei Pokalspielen die blaue Tatanbahn hier im FM13 zu sehen ist. Das kennt ihr ja, das Problem. Aber egal. So, heute von Anfang an Gregoric in der Mannschaft, der seinen Vertrag verlängert bekommen hat. Auch das, denke ich mir mal, einfach der Tatsache geschuldet, die tolle Leistung, die er gebracht hat. Und ich sage, er erinnert mich so ein bisschen vom Typus her an Edin Dzeko. Und ich habe so das Gefühl, dass wir da ein weiteres Juwel neben Patrick Weihrauch haben. Und deswegen habe ich hier einen Vertrag verlängert. Die Vertragsverlängerung von Boateng wundert euch wahrscheinlich, aber... Oh, Sandro Wagner macht hier das 1:0. Und da habe ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. Eieieiei. Ja, nein, ich sag mal so, ich habe halt die Geschichte mir überlegt, weil wenn ich jetzt Boateng den Vertrag auslaufen lasse, dann kriegen wir am Ende nichts mehr. Jetzt haben wir den Vertrag verlängert. Und die Verlängerung besteht aber die Option, dass wir vielleicht dann später was kriegen. Vielleicht nicht mehr so viel.
Und entweder geht er in die zweite Mannschaft irgendwann runter. Ach, schade, das war Gregoritsch. Entweder geht er dann in die zweite Mannschaft runter und kann dann da in der dritten Liga noch ein bisschen zaubern und dann kann Riemer und Pearson oder vielleicht ein neuer Spieler, den wir irgendwann noch holen werden. Mal gucken. Ja, das ist ja eine zentrale Position. Vielleicht gelingt uns ja irgendwann Astinjai zu holen, aber da ist schon... Nein, das ist nicht das 1-0. Gregoritsch gleich mal mit einer Marke. 1-0 sowieso nicht. Wir liegen ja 0-1 zurück. Ja, da sind wir kalt erwischt worden. Das wird nicht leicht. Da ist Boateng. Bender jetzt über auf Kruse. Kruse. Nee. Ja, das ist immer die Gefahr, wenn du gegen solche Mannschaften spielst, wie gegen so einen Aufsteiger. Die sind manchmal so heiß. Und für die ist das Spiel des Jahres und für uns ist es halt Bundesliga-Alltag mittlerweile. So, da hat sich Gregoritsch verletzt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, leider. Ach, das ist natürlich... Das habe ich natürlich nicht schwer. 3 Tage, das ist nicht schlimm. Das wird da wegstecken. Dafür kommt jetzt Ahrens rein. Aber da sieht man, wie schnell das im Fußball gehen kann. Ne? Ich mache auch gleich mal hier den Einsatz hoch, weil ich glaube, heute brauchen wir einen Einsatz. Schade, es hat mich jetzt... Er hat ja wieder gleich gezeigt, wie stark er schon ist. Und jetzt kriegen wir so einen kleinen Dämpfer. Aber 3 Tage Verletzung ist nichts Schlimmes. Oder vielleicht geprellt oder gezerrt. Ich glaube eher geprellt. Und Markus, hoffentlich macht er jetzt das 1-1. Das wäre ganz wichtig. Und so ist es. 1-1. Ausgleich durch einen unserer Besten, durch Ronny Markus. Wo ich ja nach wie vor hoffe, dass er in die Nationalmannschaft kommt. 26 Jahre, es wird Zeit für ihn, dass er das jetzt schafft. Schmitz hat es ihm vorgemacht. Jetzt hoffe ich, dass er nachkommt. Und natürlich habe ich die Hoffnung, dass Patrick Weihrauch auch demnächst. Aber da hat er noch, ja, der hat noch mehr Konkurrenz vor sich liegen. Und Boateng, wie gesagt, vielleicht wundert euch das, dass ich ihm mal die Verlängerung angeboten habe. Aber ich denke, ich muss taktisch denken. Und Sandro Wagner macht hier fast das 2-1. Also, das wird ein schweres Spiel hier in Berlin. Weihrauch mit einem guten Schuss. Aber für Larsen kein Problem. Den konnte er leicht fangen. Also Sandro Wagner, irgendwie kriegen wir den nicht richtig in den Griff. Obwohl Bender sich ja drum kümmert. Ja, der hat einen Tag heute erwischt. Den gar nicht so stark in Erinnerung gehabt. Naja, ich sag ja, vielleicht ist es heute für ihn das Spiel des Jahres. Und dann hängt er sich natürlich viel, viel mehr da rein in das Spiel. So, Ahrens jetzt. Kommt er durch? Nein. Meine Spieler wirken ein kleines bisschen müde heute. Benatira ist durch. In Mitte lauert schon wieder Sandro Wagner. Und da muss Reimann raus. Ronny, der hat natürlich einen Schuss. Also heute scheinen wir keinen guten Tag erwischt zu haben. Hertha führt 3-1. Natürlich für so einen Aufsteiger mega wichtig. Aber für uns fatal, dass es nicht läuft. Ich glaube, wir müssen mit einer anderen Taktik spielen in der zweiten Halbzeit. Es ist sehr viel Raum im Mittelfeld. Jetzt rücken unsere Spieler nach.
dann hier die Mittelfeldspieler, vor allem die offensiven Mittelfeldspieler, haben dann viel Raum. Arends wieder an die Latte, schade. Gut, wir haben jetzt zweimal an die Latte geballert. Die hätten gereicht, um dass wir jetzt unentschieden stehen hätten. Also. Und das gibt Elfmeter. Ganz wichtig, wenn jetzt Marcos das Ding verwandeln würde. 2:3, wenn wir dann in die Halbzeit gehen würden, dann hätten wir noch die Chance in der zweiten Halbzeit, vielleicht mit einer anderen Taktik hier das Spiel noch zu drehen. Nein, er macht's nicht. Er macht's nicht. Was ist denn los mit Conny Marcos? Ach, ganz wichtiger Elfmeter, aber es läuft nicht. Es läuft nicht. Fehlpass. Bender. Sieht Schmitz außen. Schmitz. Arends. Weihrauch. Chancen sind da. Es ist nicht so, als wenn wir keine Chancen hätten. Und der Weihrauch erkämpft sich den Ball und wieder Elfmeter. Aber jetzt muss es doch der Marcos machen. So, jetzt gibt es aber hier eine Flut von Karten. Tribol kriegt jetzt hier eine gelbe Karte. Und jetzt hoffe ich, dass Marcos nicht wieder so schlecht schießt wie eben. Normal verwandelt er seine Elfmeter sehr sicher. Diesmal macht das sicher. 2:3, da sieht es doch schon anders aus. Ach, meine Fresse. Siebtes Tor jetzt für den Verteidiger. Natürlich auch eine Mega-Zahl, ne? Der sitzt besser. Der sitzt besser. So können wir in die Halbzeit gehen. Müssen wir erstmal gucken, wo wir was verändern müssen und was wir verändern müssen. Süle nehme ich raus, dafür kommt jetzt Kempf rein. Spielergespräche. Halbzeitansprache. Gebt euer Bestes und ich gehe jetzt auf 100%. Ich lasse es jetzt aber noch bei der Taktik. Da wird jetzt das Passspiel. Auf geht's, Männer. Zweite Halbzeit. Einen Wechsel lasse ich mir noch offen. Der Süle wahrscheinlich mit Sandro Wagner überfordert. Schöner Pass hier auf Schmitz. Der bringt den Ball rein und da steht Weihrauch eigentlich richtig. Und das war Handspiel von Boateng. Den nehme ich jetzt auch raus. Er kriegt zwar eine Vertragsverlängerung, aber der scheint jetzt heute nicht in allerbester Form zu sein. Wie sieht das aus mit Ignofsi? Kann der offensiv spielen? Hier, wir nehmen Pearson rein. Pearson, ich wünsche jetzt Pearson auch mal einen großen Tag. Für ihn wird sich, wenn er jetzt nicht langsam im Fluss kommt, natürlich auch Frage stellen, ob er überhaupt stark genug ist hier für die erste Liga. Ich glaube, Riemer wird dann jetzt hochkommen und Pearson geht dann in die zweite. So, Arends ist jetzt durch. Schöner Schuss von ihm. Er kämpft, der Pearson. Weihrauch. Arends. Kommt nicht durch. War immer schon stark seine Dribblings. Bender klärt erstmal. Und Pearson bleibt hart. Arends, schönes Dribbling von ihm. Fehlpass. Pearson verteilt auf außen auf Krause. Krause wieder auf Pearson. Jetzt muss der Pass kommen, der kommt, aber es ist abseits. Schade. Aber alles richtig gemacht. Schneller konnte er nicht abspielen. Schade. Erstmal muss man den Ausgleich erzielen. Und dann können wir gucken, ob wir weiterspielen oder ob wir was ändern. Aber erstmal heißt es ausgleichen. Und bloß kein Tor mehr fangen.
Mustafi. Also der Druck wird jetzt größer von meiner Mannschaft. Aber immer wieder ist es Sandro Wagner, der vorne für Unruhe sorgt. Ja, Marcos macht das einzig Richtige. Macht hier ein taktisches Foul. Ich glaube, das war die Vorentscheidung. Nico Böckmann erzielt hier das 4:2 in der 62 oder 61. Minute. Schöner Freistoß hier von Selfos Giffey, wie gesagt. Schuss. Aber er wird hier auch von zwei Verteidigern bedrängt. Insofern kriegt er nicht die Zeit, die er braucht, um mal eine freie Chance zu kriegen. Der Freistoß von Marcos jetzt. Gute Position. Wäre nochmal wichtig jetzt in der Phase. Ein Anschlusstreffer. Die Mauer steht gut. Steht gut. Der Ball wird abgefälscht, gibt gleich Eckball hinterher. Larsen macht hier eine gute Figur im Tor. Pearson. Auf Marcos, der ist ja noch vorne und es gibt Elfmeter. Und hoffentlich hat sich da der Marcos nicht verletzt. Entschuldigung von Akpuguma. Jetzt muss Marcos auch noch selber ran. Ist natürlich ein Vollprofi. Dritter Elfmeter, ob er den jetzt auch wieder macht. Heute ist nicht sein Tag. Es ist nicht sein Tag heute. Der zweite verschossene Elfmeter. Ja, die Chance hätte reingehen müssen. Jetzt wird es fast unmöglich für uns, da nochmal ranzukommen. Das Spiel lief von Anfang an nicht für uns. Verletzung von Gregoritsch, dann die frühe Führung der Berliner. Die sind heute einfach heißer, die sind einfach galliger. Nochmal abseits. Pearson gibt sich alle Mühe hier, aber kann ihm auch keinen Vorwurf machen. Wenn du in ein Spiel reinkommst, was nicht gut läuft. Und er gibt sich ja alle Mühe hier. Aber so ist Fußball manchmal. Damit muss man leben. Ich denke, jeder, der Fußball spielt, kennt solche Spiele. Du spürst gleich am Anfang, es läuft einfach nicht. Und so scheint es heute zu sein. Mannschaft kämpft. Kann ihr keinen Vorwurf machen, dass sie nicht alles versuchen. Und sie kämpfen unglücklich. Und Ronny. Ist weg. Man sieht auch, die Spieler werden langsam so ein bisschen müde. Es ist jetzt die Saison, kommt in so eine Phase rein. Du hast jetzt schon einige Spiele hinter dir. Schwere Spiele auch. Ja, das Spiel heute können wir abhaken. Müssen wir abhaken. Deswegen sind wir nicht Kram. So, Arendt ist noch mal durch. Aber auch der Schuss geht heute vorbei. Sonst geht er vielleicht ins Tor. Wir haben ja schon Spiele gehabt, wo er 5 Tore gemacht hat und
dann hast du solche Spiele, wo solche Bälle halt ins Tor, neben das Tor gehen. Und wie gesagt, ich habe es ja schon angesprochen, es gibt solche Tage, da kannst du nichts machen. 3 Elfmeter, heute nur einen verwandelt. Hätte man die 2 anderen reingemacht, sind jetzt 4-4. Dann würde das anders aussehen, aber leider. Jetzt nochmal Weihrauch. Er macht nochmal hier den Treffer. Ja, das ist für ihn natürlich wichtig, gerade was die Torschützen Krone betrifft. Und bleibt vielleicht nochmal so ein kleiner Hoffnungsschimmer hier ein 4-4 zu schaffen. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht mehr. Jetzt sind die offiziellen Minuten rum. In 2 Minuten zeigt der Assistent, werden noch draufgelegt. Aber ich denke, ja, da müsste clever genug sein. Schiebe lässt laufen. Kruse. Bender. Weihrauch. Ja, das war's. Das war's. Aber ich kann der Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen. Markus könnte vielleicht den Vorwurf machen, dass er von 3 Elfmetern nur einen verwandelt hat. Ist in uns gleich. So, und da sind wir auch schon beim Nachbericht. Bester Mann bei Berlin, Ronny. Sandro Wagner habe ich auch noch sehr stark gesehen. Und bei uns ist es Patrick Weihrauch. Schauen wir uns mal die Ergebnisse an. Bayern München muss auch federn lassen gegen Leverkusen. Und das wird eine ganz spannende Saison. Bayern 04 Leverkusen übernimmt am 13. Spieltag erneut die Tabellenführung. Was heißt erneut? Sie übernehmen die Tabellenführung und als Meister des Vorjahres ist das natürlich eine tolle Geschichte, ne? Und Bayern verliert gegen Leverkusen. Ist das ein Fingerzeig? Hoffenheim verliert 1-3 gegen Stuttgart. Stuttgart rückt langsam ans internationale Geschäft ran. Nürnberg kann gewinnen 1-0 gegen Bremen. Auch die Nürnberger jetzt mit einer guten Saison. Dann haben wir Frankfurt. Spiel unentschieden gegen Hannover. Das konnte man sich denken, dass diese beiden Mannschaften sich so ein bisschen neutralisieren. Und Frankfurt aber immer noch in der Nähe der internationalen Plätze, genau wie Hannover, ist ja noch auf Rang 6. Also insofern ist das noch nicht schlecht. Hamburg gewinnt 5-0 gegen 60 München. Für die Hamburger ganz wichtig, da jetzt einen Fingerzeig zu setzen. Und die Dortmunder gewinnen 2-0 gegen Gladbach. Ich habe es ja gesagt, die haben gegen uns schon klasse gespielt, die Dortmunder. Die haben es echt verdient, wieder oben ranzukommen. Und ich bin gespannt. Ich habe ja gesehen, Schalke wird sich ja schon besonders verstärken in der Winterpause. Ob das der BVB auch demnächst machen wird, wir werden das mal ein bisschen im Auge behalten. Chemnitz, haben wir oft drüber gesprochen, 1-4 Niederlage gegen Freiburg. Die Freiburger sind das drittbeste Team, muss man so sagen. Wir, das viertbeste Team, trifft den Nagel auf den Kopf. Also im Moment stehen wirklich die Mannschaften so da oben drin, so wie ich sie auch einschätze. Dann haben wir noch Wolfsburg, verliert 1-2 gegen Schalke. Und unser Spiel habt ihr ja gesehen, leider Niederlage in Berlin. Stimmen zum Spiel. Wir konnten gewinnen, haben es aber nicht getan und fahren jetzt nach Hause. Das ist Fußball. Wir hatten heute einfach nicht das Glück auf unserer Seite. Ja. Kein Spieler von uns dabei. Und Weihrauch hält die Führung in der Torschützenliste. Auch das freut mich für ihn. Und Markus ist jetzt schon auf Rang 9, als das als Verteidiger. Also, wenn da nicht diese 2 verschossenen Elfmeter gewesen wären, ne? Na egal. 3 Tage ist er verletzt. Nächste Woche geht's. Wir bleiben in Rostock gegen Machatschakala. Mein Gott, ist das ein Name. Kokorin schießt die Münchner ab. Oder Kokorin. Schalke. Mhm. Okay. So, Evel Meer. Zwei Jahre haben wir ihm gegeben. Ja gut, dann. 3-5. 1-8. Komm, probieren wir es nochmal.
Aber dann ist auch Ende. Ja klar, es ist natürlich, der fällt natürlich, falsch natürlich am Jahresende oder beziehungsweise nicht am Jahresende, am Laufbahnende natürlich nochmal um viel Geld. Kein Verein an Kevin Prince Boateng interessiert, ist auch klar. Wenn das jetzt mit dem Vertrag nichts gibt, dann lassen wir es auch. Ne? Also in diesem Sinne sage ich Tschüss und Bye, euer Smiloni.